Willkommen zurück zu Mitropia. Wir haben hier eine komische Blume entdeckt. Hier können wir rein. Doch uns erwartet hier ein Tor. Das sieht cool aus hier. Sieht voll schön aus. Überall so Seerosenblätter. Lotussee. Lotussee. Das hört sich besser an. Das sieht echt schön aus. Und warum glitscht ihr beide da rein ineinander? Hört sich mal. Das ist bisher wirklich. Oh. Zum einen war guter Golem und Kopf. Was passiert hier gerade? Ich wollte gerade sagen, das ist ja womöglich der schönste Ort bisher, den ich gesehen habe. I just like it. Aber diese Gegner, der eine davon ist eine schwächere Version von einem Boss. Und der andere ist einfach eine Qualle, einfach so ein Quapsel. Nicht mal. Nein. Gut gemacht. Lustig, wie einfach der Teufel so die Leibgarde ist von der Prinzessin. Ja. Ist auf jeden Fall eine schwächere Version von dem Boss. Na, das war ein guter Golem. Warum haben wir denn besiegt, wenn er gut war? Naja, Level 10. Nimm ich mit. Danke, Golem. Der dunkle Fiskomer hat so eine Burg haben. Stimmt, sie liegt auf einem Vulkan. Und der ist im Osten? Ja, das hast du bestimmt von Venus gehört, oder? Leider ist der Weg dort in dem Augenblick versperrt. Oh, wieso denn das? Ein Zauber hat ihn unsichtbar gemacht. Wenn man einfach losläuft, wird man sicher nur verlaufen. Okay. Oh, eine Kiste. Danke fürs Geld. Danke für die Spende. Danke für die Euro-Spende. XX unterstrich Seerosenfrosch unterstrich XX. Dankeschön. Level 10 mit der Klasse Blume erreicht. Cool. Kommt dem Ende definitiv näher. Ich glaube, das ist der letzte Ort. Und danach kommen wir raus hier zum Endboss. Habe ich das Gefühl. Oh oh. Okay. Interessant. So. Hier labert nochmal schön ein bisschen. Ein bisschen Leveln hier. Kann nicht schaden. Dum, dum, dum. Ba, ba, bam. Bau. Von Herzen, Freunde. Ach, Zahnpasta. Was mache ich nur ohne dich? Oh, Spielzeugpanzer. Hat so ein bisschen die Farben von Thomas the Tank Engine. Oder? Doch, voll. Okay, jetzt sieht der Charakter wirklich aus wie so ein kleines Kind. Was soll ich sagen? Ja, wenn du es tragen möchtest, dann trag's. Vor allem mit dem Teddy. Was ist das Kleinkind? Ja, gut. Machen wir weiter. Und hier ist das Tor. Ich glaube nicht, dass wir durch können, oder? Wir brauchen drei Teile. Wir haben nur zwei. Fast mehr. Wo ist das letzte? Vielleicht kriegen wir mehr Hinweise, wenn wir die Gesichter zurückbringen. Und das mache ich jetzt einfach. Weil das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Ich habe ja sonst jedes einzelne Level gemacht. Ich wüsste sonst nichts. Dein Gesicht haben wir noch nicht gerettet. Wir haben von allen das Gesicht gerettet, außer von... Ja, alle... Außer von der armen Crying Cat. Na, dann weint sie zumindest nicht mehr. Plopp. Oh ja. Oh, Fische Mama ist um die gerettet. Yay, yay, yay. So, du als nächstes. Oh, oh. Ja. Ich bin gerettet. Ja, Fische, ich liebe dich. Ja. Hier rumzappelt. Und long. Ah! Ah! Hossa! Danke, dass du mich gerettet hast! Yeah! Cool! 900 Gold, nice! Was soll das? In Sicherheit? Ja, solltest du dich eigentlich drum kümmern? Naja, egal. Und dein Gesicht haben wir auch noch. Das sieht dumm aus. Das sieht wirklich dumm aus. Wow.
Amokus! Fremder, danke! Oh, danke für den Elfentrunk. Hä, aber wo ist denn jetzt bitte das Gesicht vom Crying Cat? Wo bist du? Da? Warum bist du da? Alter, hätte ich jetzt aber nicht nachgeguckt. Was ist denn hier drin jetzt neu? Wo denn? Wo ist sogar ein Gegner, ein kleiner? Ja, als ob da jetzt auf einmal so ein Weg ist. Hä? Okay. Na, dann wissen wir zumindest, wie es weitergeht. Erstmal diesen kleinen, diese beiden kleinen Ploings killen für ein bisschen Essen und ja. Dann, letztes Gesicht retten. Letzter Zwischenboss. Bevor wir dann zum Finale können. Von diesem Gebiet. Vom Elfenreich. Piu. Dead. It is dead. Surprise, big not. Badabam. Badabadabam. Ja, dann let's go. Keine Zeit verschwenden. Wir wollen das heute beenden hier. Auf geht's. Darf ich dir was fragen? Sicher, was denn? Was wirst du tun, sobald du die Dorfbewohner gerettet hast? Dann geht's dem dunklen Fürsten Gamaradi an den Kragen! Ah, du willst also sofort weiterziehen? Dieser Blick von ihr. Ja, eigentlich schon, nur... Es geht um den verborgenen Weg, der zum Flammenberg führt, nicht wahr? Keine Sorge, ich helfe dir, versprochen! Oh, danke Ninja Muffler, ich bin Bubbles. Dankeschön. Sehr nett von ihr. Ich mag sie wie am meisten von den allen. Ich weiß nicht wieso. Von der Persönlichkeit her der Feen mag ich sie am meisten. Teufelsspinne. Ich habe schon länger nicht mehr gesehen. Haut ab hier! Will ich noch gar nicht mehr sehen. Die halten noch gar nichts aus. Bam. Hat nicht Bunny Angst vor Spinnen? Hat er nicht irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich meine aber. Kann mich auch irren. Na, leider kein Level up. Vom Boss. Schade. Egal, komm, let's go. Fight. Oh, ja, das ist mein Schalter. Den werden wir aktivieren. Ein weiteres Bonus-Level. Oh nein, ich sehe schon. Und dann geht's da oben nochmal ein bisschen höher und dann... Ah, nein! Das sieht doch so unnötig in die Länge. Oh Mann. Spiel. Why you bully me? You bully me. Komm, levelt euch schön hoch, damit ihr miteinander kämpfen könnt. Ja, ja. Nom nom. Lecker. Super. Nicht das gleich kaputt machen. Gut. Toll. Und du gehst nur wieder zurück. Perfekt. Oh, ich wollte ein neues Outfit. Aha. Panzer, what? Erstmal die Raune, die wollen wir schon länger haben. Ja, yeah, diesmal hast du die auch wirklich gekauft. Gut. Das sieht weird aus. Aber ich nehm's. Super Fetzen. Ja, und das Outfit werde ich wahrscheinlich nicht anziehen. Ich kauf's nur für die Stats. Na wohl. Diese Flügel sind schön. Nee, ich lasse es. Auch wenn die Flügel schön sind. Ich möchte lieber diese Sephiroth-Flügel haben. Ja, komm. Na, dann kaufen wir das halt auch noch. Ich bin gerade so großzügig. Oh. Naja. Dann nicht. Dann halt nicht. Kann ich nichts für. Nein, nein. Ja. Wahrscheinlich geht es dann hier dann gleich nochmal hier hoch. Weil da ist dann noch so ein bisschen Fläche. Ich glaube nicht, dass hier der Boss ist. Ach, mein Spiel. Warum? Schön eine weitere Folge darf ich dann jetzt machen in diesem Gebiet. Ich dachte, ich könnte es vielleicht in dieser Folge abschließen. Endboss machen. Wir sind alle glücklich. Nächste Season von Miitopia. Nein. Spielt keinen Bock. Spielen wir noch eine extra Folge. Ja, Leute, kein nichts für. Spielst du, wie du spielst? Bam, 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 bam. Aber wir kommen den 900 Gesichtern zumindest näher. Das ist zumindest was Gutes, schätze ich mal. Oh, ihr habt alle Level Up. MP-Sauger. Absorbiere mentale Energie eines Gegners und verwandeln sie in MP.
Blutsauger? Wie saugst du? Okay. Laser gelernt. Oh, feuere hochpotente Laser, die alle Gegner aus dem Weg räumen. Oh, das auf so lange mich gefadet. Geil, Mike. Geil, Young Mike. Dann will ich sehen gleich. Das hier ist also die Zitrushöhle. Oh, das haben wir schon. Das hatten wir schon. Ja, ja. Das hatten wir schon. Ja, ja. Oh, ich bin ein Monster. Oh, noch nicht mehr. Ha, Leute, das haben wir alles noch nie gesehen und so. Gut, weiter geht's. Alles prima. Jawohl, ja. Oh, doch schon der Boss? Perfekt. Die können doch nicht. Nein! Katzenessen-Schmetterlinge! Nicht andersrum. Crying Cat Falter. Dieser Blick. Oh Gott. Weg mit euch, ich hab Angst. Ah. Dein Hanglanger sind schon mal weg. Jetzt noch du. Das müsste ja eigentlich der einfachste von den allen sein. Was machst du? Okay, das war 50 Damage immerhin. Aua. Aua. Bam. Ja, ich hatte auch nochmal schön Damage hier. Ja, machen wir das. Ja, Leute. Ich tanz den. Ich tanz die Blume. Yay. Ein wahres Blütenmeer. Jetzt alle motiviert. Alle rauf da. Jetzt sowieso stärker als ich. Na gut, Bunny. Mehr oder weniger. Aber komm schon. Ich helf dir, Bunny. Meine süße Prinzessin. Bam. Bam. Und bam. Oh, ich bin traurig. Ja, jetzt nicht mehr. Yay. Bam. Enge Freunde. Kuckuckuck. Dich krieg ich down. Ja. Und das war's. Der Kampf ist vorbei. Wie gehst du durch du? Und da ist das letzte Juwel. Aber bevor wir das jetzt abgeben, das Juwel, gehen wir noch mal kurz in die Stadt. Okay, danke für den duftenden Tee. Können wir gleich mal duften? Ein bisschen trinken. Level 10 mit Unheul-Klasse, Level 10 mit Panzerklasse. Du hast auf deiner abenteuerlichen Reise durch Mitopia 100 oder mehr Schatztruhen geöffnet. Cool. Bam, bam. Oh, ein Geschenk. Schau mal, was ich gekauft habe. Das wird dir gefallen. Gib schon, gib schon. Cool. Sie mag mich mehr, wenn ich jünger bin. Das ist nicht fair. Tja. Ich wette, Mike kriegt auch ein Geschenk von Bunny. Irgendwann. Bestimmt. Ich meine, sie beobachtet mich ja schon so. Nice. Sind schon fast Level 20. Also ich und das Pferd. Na, eigentlich können wir hier direkt Level 20 machen, ne? Bleib mal da beim Pferd. Einfach dann jetzt noch ein bisschen. Duftender Tee, Teeblättertasse und Untertasse, alle von Hand ausgewählt. Falter Honig, Sternchen, Sternchen, Honig aus goldener Blüte, die nur einmal in 10 Jahren blüht. Was? Das mag ich? In Real Life mag ich aber keinen Honig. Oh, der duftende Tee ist mega geil für Mike. Na dann. Ihr mögt alle keine Marshmallows? What? Ja, sorry. Irgendwer muss es runterschlucken, ne? Komm, du schluckst es runter. Ist mir egal, ob du es willst oder nicht. Schluckst es runter. Schmeckt dir das? Oh ja, das schmeckt ja. Und dir? Nicht so. Okay.
Schmeckt dir denn der Hütchencurry? Auch nicht so. Dann, hast du nicht probiert? Hast du nicht probiert? Ah. Komm, lass was. Machen wir weiter. Weiter, weiter. Bum, bum. Alle Level 10 außer Bunny. Ach man, Bunny. Das müssen wir noch ändern. Ja, ja. Auf zur Stadt und dann auf zum Tor. Damit wir zumindest in der nächsten Folge dann die Sequenz weitermachen. Vielleicht sehen wir sogar schon in der nächsten Folge das neue Gebiet. Das wäre cool. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Erstmal den heißen Scheiß hier abgeben. Plopp. Fünf Bananen. Fünf Bananen für das Ganze. Na egal, jetzt haben alle ihre Gesichter wieder. Nur soll du nicht. Das wird bestimmt dort in dieser Blütenhöhle sein. Let's go. Holen wir das Gesicht von Solde zurück und dann kommen wir dir hinterher. Hä? Wir sind die anderen beiden nicht mehr drin? Okay, egal. Yay! Sorry, falls ihr den Regen hört draußen. Das ist gerade ziemlich laut. Okay, oh Gott, so viele Wege. Muss das sein, Spiel? Gehen wir erstmal zur Truhe. Ich glaube, das hier ist ein Bonusweg. Weil Truhen sind normalerweise immer Bonus. Denke ich mal. Na, sorry für den Regen. Der ist gerade ziemlich laut. Die reinste Schaukelparty hier auf dem Rücken von Zahnpasta. Gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu halten. Aber was für ein Bauchmuskeltraining. Boah, geil. Bizeps. Whatever. Yay. Kaulquappen. Na, da gibt's wieder zwei Wege. Ein Kopf. Eine Kopfkaulquappe. Oh, erster Beistand. Helfen zwei. Ich helfe dir! Yay! Bam, bam, bam! Oh, das kann ich mehr leben. Es lebt nicht mehr. Das arme Ding. Wir haben es ja ermordet. Nein, so schlimm habe ich auch nicht. Ist ja ein Monster. Frische Brise. Nein, kein Tornado oder Tsunami oder so. Nein, es ist eine frische Brise. Der kann sich heilen? What? Der soll sich nicht heilen können. Was soll das? Gott, wie es regnet draußen. Wie es regnet. Sorry, aber da ist jetzt noch in dieser Aufnahme drin. Nächste Folge wird es dann nicht mehr sein. Diese Folge halt noch. Ich hoffe, da heulen jetzt nicht alle rum. Ich hatte auch schon mal Folgen, wo meine Stimme zu leise war oder mal zu laut war. Passiert. Passiert. Man kann nicht... Ich kann einfach keine perfekte Aufnahme machen. Ist bei mir halt ziemlich unrealistisch. Diesen Weg haben wir geschafft. Den anderen Weg... Oh, nice. Den anderen Weg, den machen wir jetzt auch noch schnell. Obwohl wir wahrscheinlich jetzt schon zur Truhe können. Ja, ja, bla bla. Geld ausgeben für euch. Ihr wollt was Neues? Himmlisches Kleid. Ah, mir das gefällt. Ich weiß nicht. Mir das gefällt. Ja. Obwohl. Mit den Farben. Ja. Doch. Das hat was. Bei der Standardfarbe vielleicht nicht so sehr, aber das ist schon okay. Stimmt, das wolltest du ja auch noch haben, ja. Dann holst du diesmal aber richtig. Gut, Flickenpanzer. Ich denke den sicher ran. Oh, das ist cool. Hä, man kann nur die... Okay, warum kann man nur die Farbe ändern? Ja, wir haben doch schon grün drin, ne? Ich würde da halt dann eine andere Farbe reintun. Machen wir, glaube ich, rot. Ich glaube, rot passt da ziemlich gut als Farbe. Zweimal grün. Weiß nicht, sieht ein bisschen... overused aus. Komm, weiter geht's. Ich vermute mal, wir haben jetzt den Weg freigemacht zur Kiste.
Ne? Ja? Ja, ich glaube, hier ist nur ein Bonus. Wie lang ist dieses Gebiet? Meine Güte. Komm, machen wir diesen Weg hier noch schnell. Und dann die Kiste. Ja. Seht diesen ganzen Regen, den ihr im Hintergrund hört bei mir. Einfach als schönes, atmosphärisches hier in diesem Sumpfgebiet. Ja. Das ist im Spiel. Richtig, genau. Es regnet gerade im Game. Einfach so Filter drauf. Es regnet. Oh, Golems. Gute Golems. Wir greifen sie trotzdem an, weil wir es können. Wir brauchen Erfahrungspunkte, das ist der Grund. Ah, okay, ich greife nochmal an. Bam. Die leben immer noch. Warum lebt ihr immer noch? Was soll das? Wow. Bam. Die leben immer noch und immer noch. Ah, Koba spielt auch Miitopia. Cool. Weiß gar nicht, wie weit er ist. Ja, Koba hat das ganze Spiel schon durch. Auf dem 3DS. Aber wie weit er hier auf der Switch ist, das kann ich nicht sagen. Also, in meinem Freundeskreis, sage ich es mal so, Leute, die ich so kenne, die dieses Spiel spielen, das ist sehr unterschiedlich. Manche sind, ja gut, die meisten sind weiter als ich, aber es gibt auch welche, die nicht so weit sind wie ich. Aber glaub, generell sind die meisten Leute weiter als ich. Ich glaube, ich muss mich da ein bisschen sputen, ja. Obwohl ich schon fast jeden Tag eine Folge hochlade. Ich hatte am Anfang immer 2 Folgen hochgeladen am Tag, aber dann habe ich es irgendwie dann noch gelassen. Ja, hätte ich das bis heute gemacht, glaube ich, wäre schon durch mit dem Spiel. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das war dieser Weg. Auf zur Kiste! Und dann mal gucken, ob wir noch irgendwas in dieser Folge machen. Blum, blum. So, das machen wir hier ganz schnell, ganz fix. Ja, ja, ihr wollt talken, ihr wollt euch anfreunden. Das ist ja vollkommen okay, aber ich würde das gerne skippen können. Kann nur vorspulen. Oh, oh, 2 Levels, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ankuscheln. Schön. So. Oh. Smaragdblatt. Wenn das weh tut. So ein Smaragdblatt. Na ja, könnte. Rüsten wir aus. Dum, 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 dum. Was willst du? Süßkram, Wiekser. Weiß nicht. Ich glaube, würde ich dann nur für die Sets benutzen. Du ja nicht. Komm, auf zur Kiste. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Wenn doch, würde es mich tatsächlich wundern, wenn es hier weitergeht. Ich meine, das ist bestimmt nur so ein Bonus. Ja, erste Truhe direkt. Ja, natürlich ist das eine Falle. Ja. Natürlich ist das eine Falle. Oh, aber ganz viele Ploings. Naja, ob man das als Falle zählen kann. Ich meine, Ploings geben immer sehr, sehr viel. Ich glaube, die Grünen geben Erfahrung, die Lilanen essen und die Goldenen halt Geld. Glaube ich. Guck mal, sie tanzen gerne mit. Bam. Alle abgekohlt. Ja, das sehe ich auch nicht als Falle hier. Wir haben sehr viel rausbekommen. Und du Level up? Nein, das war viel zu wenig. Schade. Schade, schade, schade. Eine Kiste mit 1000 Gold. Schön. Schön mehr Ausrüstung, schön mehr Waffen. Ja, und das waren nur diese beiden Kisten. Na, naja, okay. Ist okay. Ja. Oh. Das Geräusch. Da, 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 da. Beste Freunde. Wie haben gelernt? Du stehst neben dir? Keine Sorge, dein Pferd kriegt das schon wieder hin. Cool! Ab Level 20 wird man wohl beste Freunde! Du willst in das Zimmer von Mike gehen? Oder wir machen es andersrum. Ich gehe in das Zimmer von Girlfriend. Yeah. Das Ding ist echt toll! Ba-bam. Yeah! Schön. Ja, schön.
ihr beiden müsst noch ein bisschen leveln und du und Bunny müsst noch ein bisschen leveln. Ich glaube, das mache ich offscreen. Falls was passieren sollte, dann passiert halt was. Ich kann es ja dann in der nächsten Folge zusammenfassen. Hier beende ich die Folge. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.